So, Freunde des gepflegten Kaltgetränks, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, euch hier möglichst sinnvoll im Glas zu ergänzen und dabei quasi als Kollateraleffekt noch so ein bisschen Bewusstsein zu verändern. Sehr gut. Wir haben uns ausgesucht zu eurem schönen Gericht einen Wein von André Mazzionga in Zusammenarbeit mit Horst Sauer, einen Frankenwein. Der eine ganze Menge können muss, denn ihr macht ja hier drin auch eine ganze Menge. Also es ist ein Wein, der ziemlich viel Wumms hat und gleichzeitig aber Raffinesse mitbringt. Ne? Ihr habt hier diesen Sud mit der Schärfe und der Intensität und dann diesen schönen, feinen, süßen, edlen Kaisergranat. Und all das muss der Wein jetzt tragen können, also ja, unterstützen, ohne es zu überlagern. Und das macht der hervorragend. Aus dem Eschendorfer Lohmesser. Toll. Danke. Vielen Dank. Darauf ein Prosit. Prosit. Dem das Licht fast umgefallen ist. Ja. Cheers. Prost. Also. Herrlich. Also, ich möchte sagen, ja. Lecker. 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 So, was haben wir also? Unser Essen. Genau, also wir haben den Sud, den wir gekocht haben, den haben wir noch ein bisschen verfeinert mit so Gochujang-Pasten oder Samyang-Pasten, das ist so ein koreanisches Gewürzzeug, fermentierte Chili mit Knoblauch und Salz. Und das ist da so ein bisschen reinmontiert zusammen mit der Butter. Und das soll so eine kleine Schärfe bringen. Guten Appetit. Läuft das Wasser im Munde zusammen? Wie esse ich das jetzt am besten? Also wie du möchtest. Ich würde jetzt, also ich mache es so. Ich würde das jetzt. Ich esse das jetzt so. Ach, du isst es tatsächlich mit der Hand. Okay. Oh Gott. Das ist gar nicht so schlecht. Lecker. Ich weiß gar nicht, wie die Schalen sind, um daraus zu trinken. Oh Gott, das ist lecker. Richtig gut. Das ist ganz gut. Das ist relativ lecker. Ganz lecker. Ne? Bin zufrieden. Hast du gut gemacht. Schön. Das habe ja auch ich gemacht, ne? Klar. Die Soße habe ich heute Nacht angesetzt. Ist auch gar nicht schlecht mit dem Wein. Probier mal mit dem Wein. So schöne Gläser. Solche Gläser hätte ich auch gerne zu Hause. Ja, die haben wir ja seit kurzem. Die halten bei mir nur leider nur genau einen Tag. Und so filigran und so zart. Die kriegt die zu Hause auch nie so sauber wie beim ersten Mal. Also so sauber wie bei Lieferung kriegt man die nicht mehr. Genau. Also privat zumindest, also ich nicht. Wie kam es dazu, dass du dich für den Beruf des Kochs entschieden hast? Ganz ehrlich, ich hatte früher nicht so viele Möglichkeiten, weil ich also rebellischer Schüler war. Und dann haben mir meine Eltern die Wahl gelassen, ein Internat aufzusuchen oder zu besuchen. Oder eine Ausbildung zu machen. Dann habe ich die Ausbildung nie gehört. Ich war vom Gymnasium und da wurde man da so nicht so wirklich drauf vorbereitet, auf die Laufbahn eines Auszubildenden. Tut mir leid, wenn ich weiter esse, aber es ist einfach sehr lecker. Und wird ja kalt sonst. Es wird kalt. Das wollen wir nicht. Und da habe ich Praktikum als Koch gemacht, weil mir Kochen zu Hause irgendwie Spaß gemacht hat. So mit der Familie oder der Mutter speziell, weil das dann so ein Happening war. Also man kam dann so zusammen alle so einmal die Woche oder zweimal die Woche. Und dann haben die mir gesagt, hör mal, Junge, das hast du gut gemacht. Und dann verdienst du auch Geld. Dann habe ich gesagt, wie viel? Dann haben die gesagt, 700 Mark. Dann habe ich gesagt, mega, Mann. 700 Mark. Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Also im Landgasthof im Rheinland. Dann habe ich Kochbücher gekauft und so weiter und so fort. Dann war es irgendwann, habe ich gedacht, jetzt musst du mal richtig geil kochen und so weiter. Dann bin ich nach Berlin gezogen, 2007 oder so. Und hatte dann so die Ambition, hier in die großen Restaurants zu gehen. Aber es war gar nicht so leicht, weil ich diese Vita nicht hatte. Die Leute haben gesagt, der Typ ist ja viel zu alt. Das ist ja auch schon alt, dann weiß ich nicht, wie alt war ich denn da, 26, 27. Da ist man schon zu alt? Dann ist man zu alt, wenn man nicht quasi schon die Ausbildung in so einem renommierten Restaurant gemacht hat. Oder, weil das ist ja auch sehr anstrengend und so weiter früher. Und früher gab es ja sowas wie Arbeitsschutz nicht und so. Dann hat man dann irgendwie 16, 18, 24, 30, 36 Stunden am Tag gearbeitet. Und, mindestens. Dann hat man das, glaube ich, älteren, also mir persönlich dann nicht mehr zugemutet, im fortgeschrittenen Alter 6 Jahre oder 8 Jahre mangelnde Erfahrung aufzuholen. Und dann habe ich das zu Hause, musste ich zu Hause kochen. Die wollten mich alle nicht. Und dann habe ich natürlich beruflich gekocht und damit mein Geld verdient, aber halt in weniger spektakulären oder illustren Restaurants. Und habe dann Dinge gekauft zu Hause beim Frische Paradies Lindenberg und mir so ein paar Tools gekauft und
die Sachen gekocht, versucht zu kochen, die in Kochbüchern stehen, Kochbüchern großer Köche und mir das mir so anzueignen. Wahnsinn. Hm. Gerade nach so einer Geschichte, wo man am Anfang seiner Karriere abgelehnt wird, wo man keine Chance bekommt und dann verwirklicht man seinen eigenen Traum und wird so belohnt dafür. Ja, das ist so ein... Also das ist natürlich erstmal nur groß, wenn man das kriegt. Also für mich war das ja so eine Art also man hat ja schon mal drüber gesprochen, aber man würde sagen, unausgesprochenes Ziel oder Wunsch. Wenn sowas dann durch Eigenleistung so ein Wunsch oder so ein Ziel tatsächlich wahr wird, dann ist es schon ziemlich, das ist eine Belohnung und man fühlt sich, man hat so sicher so ein Gefühl wie, aha, Gerechtigkeit. So nach dem Motto. Und das hat Mut gemacht, einfach auch weiterzumachen und ja, das ist ziemlich großartig. Also uneingeschränkt großartiges Gefühl. Stolz, Freude, Demut und so ein, ja, so ein Genugtuung. Das glaube ich. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass ihr hier bleibt in Berlin und nicht irgendwo hin abhaut, hinwegfliegt, hoffentlich? Na. Ilona? Wir bleiben erstmal hier. Wir müssen jetzt, der Plan ist aus, wir haben das ja jetzt in kurzer Zeit, also erstmal ist natürlich Halten immer wichtig. Mhm. Aber das ist sowas, das macht man ja, sollte man, man muss schon weiterdenken. Klar. Und jetzt versuchen wir alles aus dieser Immobilie rauszuquetschen, was möglich ist in den nächsten Jahren. Gut. Also ihr seid noch ein paar Jahre hier auf jeden Fall. Wir sind... noch ein paar Jahre hier. Sehr gut. Und geben Vollgas. Ich möchte nämlich sehr gerne hier noch ein paar Mal zum Essen kommen. Komm, wir stoßen zusammen an, zu dritt. Wir müssen zu dritt. Ganz kurz dein... Das Weingläschen. Okay. Tausend Dank für die schöne Bewirtung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und mit euch quatschen durfte. Ja, schön war's. Aber noch ist nicht vorbei. Nee, noch ist nicht vorbei. Noch wird Käse gegessen. Oh, lecker.